Radio ausmachen. Ja, hallo. Was wollte ich? Also genau, herzlich willkommen und Prost von der Mepiaso Vorderei. Mal ein bisschen altklassisch pflügen, habe ich mir so gedacht. Ist ja auch nicht mal diese. Also habe ich. Wortsalat. Ist ja auch nicht so verkehrt, mal was anderes, ne? Ey, heiß. Aber gut. Heiß, aber gut. Aber ich könnte mal eben zwischendurch. Bevor ich jetzt hier mal einen Moment stopp. Könnte den mal eben. Mir fällt da ein, ich könnte eine Fetisch schon fertig. Fertig. Das könnte ich ja schon mal. So. Wenn das auch vernünftig Trennfarben täten würde. Wie ich das gehört, kann man den sogar anhängen. Vortrefffarbe. Es läuft. Aber ist ja gut, wenn es läuft, Hauptsache es läuft nicht. Da war er wieder. Der Witz der Woche. Ich versuche den mal hier einfach im Kreis fahren zu lassen. Vielleicht klappt das ja. Setzen den mal hier an. So. Mal eben überlegen, wie machen wir das dann? Was ist denn das? Habe ich den Auftrag noch nicht abgeschlossen? Doch, ne? Warte mal. Was war denn das jetzt für Feld? Mal, bin ich jetzt nur doof? Ja, mein Kind. Drei. Ich habe keinen Plan mehr. Ist doch alles fertig. Merkwürdig. Egal. Gucken, was ich meine Güte, ich bin ja völlig verwirrt. So, da habe ich Raps, da habe ich Sonnenblumen. Okay, das pflüge ich gerade. Nein, Kartoffeln mache ich da nicht drauf. Wir machen hier mal Hafer drauf. Ja. Hafer. Hafer, da ist es. So. Komm runter hier. Na. Oh, das ist so eine Seuche, ne? Was soll denn dieser Mist? Habt ihr das Problem auch manchmal? Ist ja ätzend. So. Runterkommen. Kreisfahrt. Jawohl. So rum das passt. Ekelig. So. Okay. Auf geht's mal, Lever. Und wir jumpen jetzt wieder in den Fluch. Weiter geht's. Das tut so gut.
5 Meter Arbeitsbreite hat das Teil. Kann man mal mit anfangen. Ernsthaft, das ist geil. Und das Schöne ist, dass das mit dem GPS hier hinhaut. Es ist zwar ein bisschen, manchmal stellt er sich so ein bisschen an mit der Einstellerei, aber im Großen und Ganzen findest du das gut. Komm hier ein ganz gut mit zurecht. So, siehst du. Oh, herrlich, Sonnenschein, noch ein Dach ein bisschen auf. Wunderbar. Ich weiß nicht, also wir haben draußen, was sagt er denn, was haben wir denn draußen? 10 Grad. 10 Grad draußen und in der hier der Bude ist es arschkalt. So eine durchgehende feuchte Kälte, weiß ich auch nicht. Ist halt ein Altbau. Ich habe den Ofen aber gerade angeheizt. Flackert und flackert. Und hoffentlich wird es warm. Ja, ja. Zack. Zack. Sind wir ganz durch? Ja, normalerweise macht man das so nicht, ich weiß. Ja, dann hört man Feuer auf und dann macht man jetzt zum Schluss das Vorgewende. Ich weiß, aber da hatte ich jetzt keine Lust zu. Verstehst du das? Geht ja auch so. La la la, Kating. Wir haben gemacht einen Screenshot. Warum weiß ich nicht, aber haben wir gemacht. Naja, da sieht es ja unfreundlich aus draußen. Wollte ich nur mal so bemerkt haben. So. Aber es regnet ja auch. So dieser ganz feine Nieselregen, der so schön durchgeht. Das, was wir alle so lieben. Wieso habe ich denn jetzt hier noch offen? Was soll das denn? Weg. Weg. Es geht doch. Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig für euch, aber ist, muss ja gemacht werden, das hilft ja nichts. Klar, hätte ich jetzt auch mit meinem 11,10 Meter tiefen Flugrover hier durchsausen können. Aber ich wollte mal was anderes machen. Und dann werde ich dieses Feld hier, das werde ich dann wieder unterteilen in kleinere Felder. Und dann wollte ich dann mit den kleinen alten Maschinen, ne, so ein bisschen mit dem Lanz und so, hier drauf rumtuckern. Wir werden auch noch einen alten Mähdrescher besorgen. So ist der Plan. Der Plan der Pläne. Aber ich mache keine Kartoffel oder Zuckerrüben mehr. Ich fange hier mit zum Einreiher an. Also das mache ich nicht. Da habe ich keine Lust zu.
Das dauert mir dann doch zu lange. Aber hier mal mit so einem Dreischarfflug, weißt du, so unter dem alten Eicher vielleicht oder hinterm Lanz. Und irgendwie sowas in die Richtung. Mal schauen, was sich im Laufe der Zeit so ergibt. Ich muss auch erstmal ein bisschen Talas haben, damit das für die Maschinen leisten kann. Meine Traktoren habe ich ja schon stehen, Landtraktoren, würdet ihr gesehen haben, aber nicht wahr? Ja, den IAC, den könnte ich noch mit einsetzen. So ein Youngtimer in dem Sinne, oder auch schon Oldtimer. Ja, wie gesagt, Eicher eventuell. Ich habe auch einen Eicher-Ladewagen extra passend dazu. Mal gucken. So ein Mischmasch aus Oldtimern und Youngtimern, sag ich mal. Irgendwie sowas in der Richtung. Und das soll hier, wie gesagt, auf diesem Feld. Hier will ich so ein paar kleine Parzellen machen. Mit einem Grünstreifen getrennt. Und dann fällt der Feldweg, ich glaube, ich mache Feldwege dazwischen. Ich glaube, das kommt besser. Ja, wie gesagt, so ist erstmal der Plan. Schöne fettige Brühe. Oh, ist das herrlich. Ah, mein Gott. Also die ist fast so gut wie der erste Kaffee am Morgen. Nicht ganz so gut, aber fast. Vor allem, wenn du so richtig durchgefroren bist. Also, mein Gott, haben wir ja schon ewig nicht mehr gehabt, so richtig im Winter, wenn du dann richtig, ne? Aber wenn du dann so durchgefroren nach Hause kommst, hast da draußen Schnee geschoben oder irgendwie sowas und dann, herrlich. Ja, ich weiß, die meisten von euch wissen gar nicht mehr, was Schnee ist. Ich weiß. Leider. Das ist ja schon traurig sowas, ne? Muss man ja ganz klar mal so sagen. Also ich mag Schnee, aber es sollte zur richtigen Jahreszeit sein. Ich sage immer so Mitte Dezember bis Mitte Januar und dann darf es wieder besser werden. Dann so Mitte Januar wird es dann so langsam wärmer, Februar fängt so dann diese Frühlingstemperaturen, sag ich mal, und ab März, ne? So wie das alte Sprichwort ja von früher sagt, im März der Bauern die Felder bestellt. Dann so im März so 15, 17, 18 Grad. Ja, sagen wir 15, 17. Und ab Mai, April ist ja immer so ein Wechselwetter, das ist ja schon immer so gewesen. Aber dann ab Mai, dann dürfen wir dann so die 20 Grad Marke und drüber knacken. Dann bin ich dann, ja, glatt wäre. Aber auf mich hört ja keiner. Nicht mal beim Wetter. Jetzt ist es ganz schlimm. Nee. Aber ist halt wie es ist, gell? Kannst du machen nichts. Da musst du gucken zu. Ja,
Was sagt denn der Tacho Real 14:20? Könnt ihr jetzt ein Stück Kuchen vertragen? Ist aber keiner da. Shit, aber. Was haltet ihr denn von dem Verbot, Böller zu verkaufen? Oder, ja, es ist ja eigentlich verboten, es zu verkaufen. Was haltet ihr davon? Also ich persönlich bin da total happy drüber. Obwohl ich zugeben muss, ich habe das in meiner Jugend auch sehr, sehr gerne gemacht. Aber ja, man wird ja halt älter, ne? Also im Moment habe ich da wirklich nichts mehr für. Ich mag Feuerwerk und sowas. Ich finde das alles ganz wunderschön. Aber die negative Seite der ganzen Geschichte sind die Tiere. Ne? Angefangen bei unseren Haustieren, Hund, Katze. Halt! So. Und Katze und Co. Und die Wildtiere ist ja nicht anders. Alles, was da kreucht und fleucht, Fasan, Enten, schlag mich tot, was ich für alles ist. Die haben alle gefürchtete Paniken. Also mein Hund, wenn Silvester, wenn das losgeht, wenn die ersten im Nachmittag anfangen rumzuknattern, meist ja schon Tag vorher oder zwei, je nachdem, wie das so datumstechnisch mit dem Verkauf hinkommt. Kannst vergessen. Ich krieg den kaum noch vor die Tür landet. Das ist der Zone Panik. Mittlerweile, man ist ja mittlerweile alt, der Hund. In den ersten Jahren rannte der immer von früh nach heute, wusste gar nicht, wo er hin sollte. Mittlerweile legt er sich dann so an meine Füße und naja, sag mal, klappt die Ohren ein, ne? Aber raus ist ganz schlecht. Das ist, selbst wenn die Jagdzeit anfängt, wenn wir rausgehen und irgendwo weit entfernt von uns fällt ein Schuss. Du, so schnell kannst du gar nicht gucken. Der legt die Ohren an und dann geht es aber im Schweinsgalopp nach Hause. Ne? Dann kannst du ihn wieder vergessen. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Er hat nie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht oder sowas. Es ist einfach so. Er mag es nicht. Unseren anderen Hund, den wir hatten, vorher hatten wir den Landsherr, so ungefähr der gleiche wie Neufundländer, von der Statur und so weiter her. Dem hat das nichts ausgemacht. Der ist mit auf Terrasse gegangen oder so, hat sich das angeguckt. Dem war das scheißegal. Aber er hier, der ist so schissig. Ja, meine Tochter hat Katzen und auch einen Hund. Die mögen das auch nicht. Naja, warten wir mal ab, was kommt. Ich vermute ja, dass der eine oder andere ja noch irgendwelche Restbestände im Keller hat und die dann zünden wird. Warten wir dann mal ab. Ansonsten, wie gesagt, ich persönlich begrüße, dass das verboten ist. Ich kann natürlich auch die verstehen, die das gerne machen. Ich habe das, wie gesagt, als Jugendlicher war da total begeistert von. So im Laufe der Jahre ist das ein Ende. Das hat sich gewaltig geändert. Gut, man ändert sich ja sowieso im Alter. Die Geschmäcker ändern sich. Das, was man ja, früher nicht gemocht hat,
an Musik, am Essen, an was weiß ich was. Und auf einmal gefällt einem das so, man mag das Essen mal. So, zum Beispiel Rosenkohl. Ich als Kind Rosenkohl um Jotop will. Heute esse ich den so gerne. Ne? Nur was du bei mir gar nicht reinkriegst, ist Sauerkraut. Sauerkraut und Spinat. Das geht überhaupt nicht. Und Spargel auch nicht, obwohl wir in der Spargelgegend wohnen, aber. Ne, was schon so komisch aus der Erde kommt, ne? Ne. Das ist alle nicht meins. Ich habe lieber schön Kartoffeln mit Soße und ein Stück Fleisch dabei. Oder einen schönen Eintopf. Das ist auch nichts Schlechtes. Das mag ich auch. Was ich als Kind zum Beispiel auch nicht gerne. Eintöpfe als Kind und mich hauptet will. Da gab es nicht viel, was ich da gerne gegessen habe. Das eine oder andere schon, aber wie gesagt, es war halt nicht viel. Ganz viel gab es da nicht. Und wie ich dann am Arbeiten war, in der Lehre war, hat meine Mutter sogar dann für mich extra gekocht, wenn sie hier für ihren Männer, meine Geschwister waren ja schon ausgezogen, hat sie für meine Eltern haben dann für sich einen Eintopf gemacht, was ich nicht gerne esse, und dann kriegte ich dann was anderes, halt ein paar Kartoffeln oder irgendwie sowas halt. Ne? Das hat sie immer gemacht. Weil der arme Junge musste ja schwer arbeiten, da muss er was Vernünftiges zu essen haben. Ist ja logisch, gell? Ja, das war schon Jugend. So, guck es. Das Fell kriegen wir in dieser Folge nicht fertig. Aber das war mir eigentlich schon klar. Aber den Rest mache ich dann ohne euch. Denke ich mir mal so. Jo. Jo. Genau. So, wir gehen dann mal wieder rein. Wegen der Abwechslung, weißt du? Man muss ja Abwechslung ins Spiel bringen. Das ist nicht immer gleich, dann wird es langweilig, gell? Eigentlich könnten wir hier so einen Monitor reinmachen, wo man auch ein Video gucken kann. Ne, irgendwie hier YouTube-Video von. Ne? Was weiß ich, oder Dokumentation gucken, das Liebesleben der Ameisen zum Beispiel oder sowas. Ist ja auch sehr interessant. Hatte ich nicht das Dach drauf gemacht? Ja, ne? Doch. Das ist doch, ne? Ja, ist auf.
Ja gut, ich sag mal so, es soll gut gewesen sein für euch. Ich will euch nicht länger damit quälen. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Geduld, wer es bis zum Ende ausgehalten hat. Und ja, ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.